Ja, das war 1979 schon komisch, wenn man sich dann plötzlich so wieder begegnet. Es war natürlich nicht gedacht für so eine große Leinwand. Aber das wäre meine erste Frage gewesen. Wie ist das, wenn man sich jetzt in so groß auch noch von der Qualität abgesehen wieder sieht? Ich bin da ganz einverstanden. Ich würde gern nochmal, bevor wir jetzt über die Videos sprechen, nochmal auf die Biografie zurückkommen. Aber ich möchte dazu noch sagen, ich habe mich entdeckt, was das Erstaunliche für mich war, auch an dieser Übung und weshalb ich auch niemanden wollte, der mir die Kamera macht, ein Licht hält oder mir was herbeibringt. Ich wollte keinen fremden Blick auf mir haben. Ich wollte nur das machen, was aus mir rauskam, ohne dass irgendein Blick mich dazu hätte bringen können, diesem oder jenem jetzt es recht zu machen. Und da war ich doch sehr erstaunt, was da aus mir rauskam. Und ich fand das also wirklich, dass das noch niemand, und bis heute hat eigentlich noch nie jemand das wirklich genützt. Was nicht ist, kann ja vielleicht noch werden. Aber ich meine jetzt so etwas, was nichts zu tun hat mit Textlernen vorgefasste Bewegungen ausführen, sondern was so aus dem Moment entsteht, als wäre es das Leben selber. Im Leben üben wir ja auch nicht. Also was gewissermaßen auch ein Kontrastprogramm zu dem, was Sie sonst gemacht haben. Total. Und die Arbeiten sind ja sehr persönlich und gewissermaßen eben intim auch, weil es liegt offensichtlich an der Entstehung, wie sie entstanden sind. Eben, sie waren alleine mit der Kamera. Und war das vielleicht auch ein Grund, sie so lange nicht öffentlich zu machen? Oder waren sie von vornherein überhaupt dazu bestimmt? Nein, für mich war das Wichtige, dass ich mich... mit mir als... mit meiner eigenen Kreativität auf die Welt kam. Auch wenn die anderen das jetzt nicht so... Meinem Nachbarn habe ich das mal gezeigt, da hat er gesagt, mach weiter. Aber auch das ging auch nicht weiter, ne? Sondern das war so, diese Intimität war einerseits der... Ich habe es nicht gemacht, ich habe irgendwo vielleicht schon das Gefühl gehabt, irgendwann wird es einen besonderen Wert kriegen. Aber ich war ja in der Zeit, in der das entstanden ist, war ich Maria Braun, Lili Marleen, in Berlin Alexanderplatz. Die Mietzi hieß die andere. Die Eva. Also da war ich sozusagen auf dem Gipfel des Glamour. Ja, Sie waren ein internationaler Star geworden, gerade eben durch Maria Braun, völlig gefeiert überall. Und es gab aber eben, Sie hatten das vorhin schon angedeutet, dieses Projekt mit Fassbinder, wo es eben darum ging, selber auch inhaltlich zu arbeiten, mehr vorzugeben, was gemacht wird. Ich dachte, der würde mit mir so arbeiten, in gewisser Weise. Wobei hätte ich mich bei ihm natürlich immer, ich weiß es nicht. Aber es war so gedacht, selbst als zusammen Regie zu führen und ein Drehbuch zusammen zu machen und den Film von Tag zu Tag zusammen zu entwickeln. Als ob wir so zu verschmelzen in diesem Projekt. Dass es nicht zustande kam, das war, also die Arbeiten sind schon eine Reaktion darauf gewesen, dass es nicht dazu kam. Ja. Also eine Art, jetzt mache ich es erst recht und jetzt mache ich es alleine. Sonst wäre ich depressiv geworden. Obwohl ich ja gar keinen Grund hatte, aber es war in mir es ging ja alles so, aber es gab da eine Seite von mir, die kam überhaupt nicht zur Sprache. Und die hat vielleicht sogar mehr Macht in mir als diese andere, wo ich Werkzeug von anderen bin. Weil ich ja immer schon nicht so eine Schauspielerin im klassischen Sinn war. Was ist das eigentlich, eine Schauspielerin im klassischen Sinn? Eine, die sich darauf freut, dass sie jetzt jemand anderer wird.
Das spielt schon auch eine Rolle. Aber ich habe immer irgendwie aus mir selber, ich bin immer so etwas zu mir zurückgekehrt und dann war das so eine Verwandte von mir oder so. Also ich habe immer so, ich habe jetzt nicht, ich habe ja auch das Handwerk nicht gelernt. Ich bin ja von der Schauspielschule ab und wollte das überhaupt nicht so lernen und habe das dann beim Machen gelernt. Ja. Und insofern war das. Ich weiß gar nicht mehr, was ich jetzt sagen wollte. War das ein, das war also wirklich, das war die andere Seite der Medaille. Ein sehr starkes Kontrastprogramm. Aber Sie haben eben, das sieht man in der Biografie ja auch selber, Gedichte geschrieben, Sie haben gemalt, das wird erwähnt, das Ja, haben Sie noch nicht dann, wo ich nicht, gezeigt, oder? ja, ne, habe ich auch nicht gezeigt, Ja, nein. ja. Auch der, ja, das habe ich gemacht. Ich habe ja immer schon gedacht, es ist sehr schön, wenn Erfolg kommt und der Ruhm und da kriegt man auch dadurch, da kriegt man auch Talent dadurch. Also Erfolg macht einen auch, das muss man ja dann irgendwie verdienen, diesen Erfolg. Der macht einem auch Talent. Da gibt es jemanden, der glaubt an das, der sieht das in dir, also das Publikum oder die anderen. Das war die eine Seite. Dass ich das wollte und auch genossen habe. Und die andere Seite in mir hat immer gesagt, Moment mal, der Mensch in dir, das ist aber noch was anderes als diese Frau, die eigentlich viel schöner ist, als du jetzt so aussiehst, ne? Oder schön im anderen Sinne. Das bist du, also Moment mal, das ist nur nicht seine Seele verkaufen an den Star, an das Startum. Das, wenn ich es auf einen ganz einfachen Nenner bringe. Weil ich da gab es doch damals auch dieses Buch Tod in Hollywood. Das war so, das ist so rumgegangen und da gab es wirklich schauerliche Geschichten von diesen ganzen glanzvollen Gestalten auf der Leinwand. Und irgendwie vielleicht, weil ich ein Mensch bin, der immer schon, wie ich immer sage, mir das Beste am Teller von klein auf schon für den Schluss, zum Schluss aufheben wollte, irgendwie habe ich das beibehalten und denke immer, das Beste kommt zum Schluss. Und also ist es wichtig, sich nicht so, dass diese, dass das, dass das, dass dieser Reifungsprozess und das alles, dass das nicht verfälscht wird und Ja, nicht, ich habe einen Satz noch gelesen in der Biografie, da schreiben Sie, in der Kunst leben, das müsste schön sein. Das haben ja. Sie als Kind sich überlegt. Und jetzt haben Sie, wie man eben in der Biografie auch lesen kann, da kommen ganz viele eigene Gedichte, die Sprache selbst ist poetisch. Sie haben die Videos gemacht, natürlich geschauspielert und es kommen aber eben auch Kunstwerke anderer vor. Filme, Gedichte, Literatur. Es ist ein richtiges Universum. Und ist es jetzt eigentlich so, dass das Leben, das Sie sich als Kind gewünscht Ja, haben, ich bin so in ein der Kunst Spätzünder. und mit der Kunst jetzt, tatsächlich real geworden ist? Ich Ja. fühle, ich habe, und zwar habe ich es auch sozusagen, ich habe mich kurz geschlossen mit meiner kindlichen Energie. Ich habe angefangen zu spielen und dadurch, das war für mich die einzige Möglichkeit. Ich war ja ein Mensch, der durch 10 Semester Universität durchgegangen ist. Ich war eine Analysiermaschine und ich habe das gehasst an mir. Ich konnte das alles sehr gut und ich war sozusagen das kritische Denken, das habe ich auch bis zum gewissen Grad sehr hoch eingeschätzt, weil ja die Deutschen sind ja auf dem Leim gegangen, dieser Schleimspur und so weiter. Deshalb war für mich kritisches Denken, unsere ganze Generation hat das ja sehr wichtig gefunden. Aber dieses kritische Denken hat mich auch dauernd auf dieses Aber und einerseits und andererseits und diese ganzen Dinge gebracht. Ich habe mich nicht glücklich gefühlt damit und bin ja dann auch ganz jäh abgesprungen. Aber Sie haben Philologie studiert, also Sprachen auch, und die Literatur, Borges und Marquez spielen auch in der Biografie eine große Rolle und haben ja doch auch, also es gibt noch die andere Ebene, die emotionale Ebene auch von Ja.
den Sprachen und der Literatur. Ja. Das hat sie doch offensichtlich das Leben lang noch begleitet. Ja, wobei ich dazu sagen muss, mir ist beim Philologiestudium das Lesen vergangen. Das ist so traurig, das ist. Wir haben, weil man hat immer quer gelesen. Quer, nur auf die Begriffe hin, was kann ich verwenden und so weiter. Der wirkliche Genuss beim Lesen ist mir dabei vergangen und ich habe mich dann von diesem Intellektuellen mit Mühen, aber noch vor Torschluss sozusagen abgewendet. Und ich bedauere es nicht. Ich habe immer noch viel von dem in mir. Und aber trotzdem, die eigentliche fast, also das da, wo ich wirklich lebendig bin, das kommt ganz woanders her. Ja, die Videos sind 1979 entstanden. Und das war eine kurze Periode, in der die alle produziert wurden. Es gab, Sie schreiben auch in der Biografie, wird es erwähnt, dass Joseph Ja. Beuys eben gesagt hat, jeder Mensch ist ein Künstler. Ja. Inwiefern war das auch noch wichtig? Inwiefern haben Sie sich auch Ja. mit der bildenden Kunst, mit anderen Videokünstlern vielleicht sogar beschäftigt in der Zeit? Der Beuys war ganz wichtig für mich. Ich habe zwar gar nicht so viel über den gewusst, wie man hätte wissen können, aber das Wenige, was ich wusste, hat mir schon genügt. Weil ich habe dann angefangen, wie der mit seiner Spurensammlung, und so vieles habe ich sicher auch nicht verstanden, mit seinem Filz und dem Fett und diese ganzen Dinge, und auch eben diese Spurensammlung aus dem Leben. Dann habe ich angefangen, Tagebücher, da habe ich mir so große Bücher gekauft, um die zu bekleben. Da habe ich so Ja. rausgeschnitten, so Collagen gemacht, ab und zu habe ich was Eigenes dazu geschrieben. Und das waren dann, das war schon, da hat der Beuys sicher eine Rolle gespielt. Und dass der dann auch noch gefunden hat, dass ein Baumpflanzen auch so wichtig ist wie was anderes. Und diese ganzen Dinge, da war, aber ich kam auch her, weil ich war beim Philologiestudium, bin ich gestoßen. Schließlich auf ein Buch, was mich total fasziniert hat, das war so dünn. Das hieß Sprachen, Denken, Wirklichkeit. Und das hat gehandelt von Indianersprachen, die so ganz anders sind. Also die keinen Unterschied machen zwischen Tätigkeit und Gegenstand und so weiter. Und da die Indianer, diese Hausaltar-Idee, und ich bin ja auch damals als Späthippie durch die Indianergegenden in Amerika getrampt, mit meiner Maskenbildnerin aus Effie Briest, die mich vorher noch geschminkt hat als Effie Briest. Und dann sind wir da durch die, also auch ich war auch bei den Hopis und den Navajos und diesen ganzen Stämmen und habe mich auch befreundet mit einer Navajo-Indianerin. Die kam dann auch nach Peterskirchen. Das war eine ziemlich wilde Angelegenheit, weil die kam, ja, aber das steht auf dem anderen Blatt. Aber diese Hausaltar-Idee, die ja bei uns ganz verloren gegangen ist, dass wir Dinge sammeln, die Spuren aus unserem Leben sind und die wir dann in der Anschauung haben. Und das gibt uns ein Bild. Also zum Beispiel ganz wichtig ist, finde ich, ein Kinderbild von sich zu haben. So wie man als Kind war. Also da, wo man sich wirklich erkennt, schon in etwas ganz Wesentlichem. Bei mir gibt es dieses eine Bild, wie ich vor dem Christbaum stehe. Ich bin ja auch zu Weihnachten geboren. Und wo diese Wunderkerzen abgehen und die anderen Kinder, die gucken alle, wo der Fotoapparat ist und ich gucke, ah, so diese Begeisterungsfähigkeit. Also das ist etwas, was ich immer wieder, wenn ich das sehe, dann weiß ich, wo meine Urnatur liegt. Und das gehört mit dazu. Sie haben das andere Denken in anderen Sprachen erwähnt. Es gibt bei den Aborigines, wird gar nicht unterschieden zwischen Träumen und Wachen. Da ist Ja, das alles genau. eins, eine Realität. Und das Träumen ist jetzt auch nicht nur in den Traumprotokollen, sondern auch in der Biografie. Es kommt immer wieder vor. Also sowohl das Träumen mit geschlossenen Augen wie auch das Träumen, so habe ich es verstanden, mit geöffneten Augen. Was für eine Bedeutung haben die Träume für Sie oder?
Beide Formen von Traum. Ja, beide Formen von Träumen. Also die Nachtträume nach wie vor, die finde ich ganz faszinierend. Das halte ich weiterhin auch für Botschaften, aber auch die Träume, wie man so sagt, ach, also die Träume im Sinn von sich ganz intensiv etwas wünschen. Sich ganz so die tiefsten Wünsche, das sind für mich auch eine Form von Träumen und die legen aber auch, die sind für mich auch Botschaften, da wo eigentlich unsere Natur hin möchte, wo sie sich ausdrückt und wo wir unsere Lebensqualität dann auch finden werden. Wenn wir dem überhaupt glauben, wenn wir dem eine Chance geben, wenn wir das formulieren, wenn wir vielleicht sogar ein Bild dafür finden, Bilder finde ich da auch sehr hilfreich. Und schreiben Sie Ihre Träume noch auf, ab und zu? Ich träume jetzt nicht mehr so viel. Aber ich habe, ja, ich habe schon, jetzt gibt es ja Mail. Ich schreibe jetzt meine Träume über Mail, denen ich sie mitteilen will. Ich schreibe, ja. Also schon. Es gab auch einen Traum zum 70. Geburtstag, den möchte ich nicht missen. Und Sie haben, also in der Ausstellung in Berlin sind ja nicht nur Videos von den 1979er Jahren zu sehen, sondern auch von 2005, zwei aktuellere Ja, Arbeiten. Und wird es weitere geben? Also sind Sie dran, ja, weitere zu produzieren? ja. Das heißt, man kann darauf hoffen, dass es noch eine größere Ausstellung geben wird. Ja, also Es es gibt schon mal in Paris im 2015 eine, die es ist so eine ganz andere im Museum für europäische Fotografie, aber die machen auch Videokunst. Das ist so ein Gebäude im Marais, die haben unten im Keller, ich habe mir die Kellerräume ausgesucht, das sind so, es hat. Zum Teil ist es modern, zum Teil ist es fast katakombenartig. Da wird die Ausstellung noch mal anders aussehen und ich werde auch noch andere Materialien reinstellen. Ich habe weitergemacht, ich habe literarische Miniaturen gemacht. Ich habe auch schon noch ein paar Ideen. Aber ich muss irgendwie auf diese Art, glaube ich, weitermachen, dass es da keinen gibt, der mir sagt, also ich brauche keinen Produzenten, obwohl wenn mal einer kommt, habe ich auch nichts dagegen. Aber ich meine, ich mache das so ganz ohne Geld eigentlich. Ich nehme das, was da ist und finde das aufregend, wie ich das umsetze mit dem, was ist, so extreme Dinge. Und da kommen mir die Ideen dadurch. So Ja. wie wir eigentlich mit dem Filmen angefangen haben, nicht mit dem großen Geld, sondern die Ideen kamen wir müssen mit dem Kleinen auskommen. Ja, wir haben ja die Ausstellung hier gemacht, Fassbinder jetzt, Film und Videokunst. Und wir haben uns oft gefragt, was würde Fassbinder heute machen? Und jetzt kennen Sie ihn gut und hatten eben sogar vor, ein gemeinsames Projekt mit ihm zu machen. Es ist nicht dazu gekommen. Aber was können Sie sich vorstellen, wäre heute ein Film, den Sie zusammen mit Fassbinder machen würden? Was wäre ein Thema? Also wofür würde er sich interessieren? Sie haben das mit dem geteilten Deutschland, was offensichtlich schon vorher Ja, das ist ein ja schon Thema lange. war, angesprochen. Aber gibt es da noch andere Dinge, die offensichtlich Ihnen ins Auge fallen, was wir gar nicht, woran wir nicht gedacht haben vielleicht auch? Er hat ja schon sehr früh angefangen, das Virtuelle zu thematisieren, wenn man denkt an Welt an Draht. Das ist ja eigentlich das Thema von heute. Wie weit. Ja, also ich denke, na, ich rede jetzt wahrscheinlich von den Themen, die ich empfinde, weil ihn gibt es ja schon nicht mehr. Aber ich denke, dieses Golem-Thema vielleicht, dass wir mehr und mehr Roboter werden und dass der Chip, der uns da reingesteckt wurde, wenn der rausgezogen wird, dass dann der Roboter anfängt zu toben und die Welt zerstört. Also dass wir auch dadurch, dass wir schon so viel am Computer sitzen, jeder von uns, auch fasziniert, ist auch ein tolles Instrument. Aber dass man sich da die oder dass die oder wie man vielleicht auch, vielleicht würde er utopische Filme machen, wie man da wieder rauskommt.
Vielleicht würde er, weil er ja immer voraus war seiner Zeit, vielleicht würde er sogar diesem Funken Mensch, der ja in uns das Wichtige ist. Zum Beispiel habe ich vorgestern eine Mail bekommen von einer Nachbarin in Zorneding, wo ich damals mit meinen Eltern gewohnt habe. Die hat mir geschrieben, die arbeitet in der Allianz und es geht da jeden Tag, und sie sagt, ich komme am Abend nach Hause und da ist dieses Menschlein, und fühle mich schon wie ein Roboter, und kann denn dieses Menschlein, das in diesem Roboter sitzt, dich mal demnächst besuchen? Ich glaube, sie hat es nötig. Also das ist jetzt so was ganz Konkretes, aber ich glaube, das empfinden viele Menschen. Eine Form der Selbstentfremdung. Ja, das wie dieses, also dieses, diese Gegenbewegung vielleicht auch, die ja irgendwann kommen muss. Noch tanzen wir noch sind wir ja im Götzentanz mit der Techno und verwandeln uns auch in Menschmaschine, und das alles ist ja alles total im Gang, und man soll auch vielleicht gar nicht alles jetzt so in einem auskehren, aber ich meine diese zunehmende Verwandlung in die Menschmaschine, und wie das wieder zurückgeht, oder wo dann welcher göttliche Funke aus dem kommen könnte. Weil es geht ja eigentlich nie zurück, sondern es geht ja in Spiralen. Ja, ganz vielen Dank, Frau Schigula. Ich denke, ich habe noch viele weitere Fragen, aber wir haben natürlich einen begrenzten Zeitrahmen und das Publikum hat sicherlich auch noch viele Fragen. Zwei bis drei können wir jetzt sicherlich noch stellen. Ist ja mit seinem gesamten Ensemble nach Frankfurt ans Theater im Turm gegangen. Alle sind da gewesen, nur die Hanna Schigula leider nicht. Welchen Grund hatten Sie, nicht mit nach Frankfurt zu gehen? In welchem Jahr war das bitte? Das war 87, 86. Nee, das muss vorher gewesen sein. 78, 78, das war doch in der Zeit, wo ich Pause hatte mit Fassbinder. Ja, das war doch nach Lilimal, das war doch wie bei Effi Briest, habe ich zu ihm gesagt, ich brauche mal eine Pause. Und diese Pause habe ich dann genützt und habe also angefangen, sozusagen, nicht sozusagen, ich habe angefangen zu trainieren, wie es ist, wenn ich einfach spontan drauf losrede und nicht dauernd filtere. Also diese Sachen, das war ein langes, war eine, es war eine lange, es war, hat ziemlich, es war, hat lange gebraucht, aber dann bin ich durch Amerika getrampt. Dann habe ich da Aquarelle gemacht, die ich dann immer wieder abgewaschen habe, weil es mir zu voll wurde. Dann war plötzlich da so ein Loch entstanden, weil das die Unterlage schon nicht mehr ausgehalten hat. Aber ich habe mir Zeit genommen, dieses so irgendwie reinzutauchen in Sachen in mir, und bin aber einmal gekommen, hier mir anzugucken, Fräulein Julie. Ja, und habe aber dann mir gedacht, Gott sei Dank bin ich nicht mit dabei. Weil es war diese Art von, ich konnte auch nicht mehr auf dieses, ich konnte nicht mehr Zeuge sein. Das war alles schon, ich musste irgendwie, ich musste mich auch schützen zum Teil. Und habe das auch getan und ich hatte Wichtigeres zu tun, als jetzt da am Frankfurter Theater am Turm noch eine Rolle zu spielen. Obwohl ich das ganz toll fand, dass Sie Fassbinder hergeholt haben. Und das steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber es war einfach, mir war dann in dem Fall, war mir wichtiger,
wie so ein Gärtner um dieses zarte Pflänzchen, was da im Entstehen war, das da was Schützendes drumherum zu stellen. Gut, da hinten ist noch eine Frage. Hatte der Fassbinder eigentlich eine abgeschlossene Film- und Regieausbildung? Keinesfalls. Der hat das, den haben sie doch dreimal nicht angenommen bei der Aufnahmeprüfung an Filmschulen. Wegen mangelnden Talents. Und der hat Filmen beim Filme gucken gelernt. Der war seinem Stiefvater ein Dorn im Auge, weil er kein leichter junger Mann war. Das ganz bestimmt nicht. Und da haben sie ihm immer Geld gegeben, geh doch mal ins Kino, Junge. Und da ist er, das war natürlich genau das, was für ihn das Richtige war. Der ist oft 2-3 Mal am Tag ins Kino gegangen und hat aber schon Film studiert, so wie jemand, der später mal Filme machen wird. Der hat alles beim Filme gucken gelernt. In welchem Alter hat er denn seinen ersten Film gemacht? Er hat das Antitheater gemacht, weil er kam dann zu einer Underground-Gruppe. Und das war aber nur, weil er noch nichts beisammen hatte, um Film zu machen. Und weil das eben auch toll war, so eben Underground. Und er hat zuerst beim Theater angefangen, beim Peraben, Antigone. Da bin ich ja auch eingesprungen. Ich wäre ja nie zum Theater gekommen, wenn man mich nicht sozusagen ins kalte Wasser geschmissen hätte. Weil ich bin von der Schule weggegangen und habe mir gedacht, also wenn das die Schauspielausbildung ist, dass ich immer schlechter werde statt besser, dann lasse ich das. Dann ist das Schauspielen nichts für mich. Und dann war dieser Zettel, ja, komm, und du musst aber gleich auftreten. Wir proben einmal und da gab es 3 Antigonen und da hast du deinen Moment und dann sonst gibt es einen Chor und beim Chor machst du die anderen nach und wenn du deinen Moment hast, dann machst du deins. Und so fing das an und das fand ich dann ganz toll. Aber er hat dann schon sehr bald mit Filmen, er wollte immer Filme machen, aber er wollte sowieso, er hat ja dann vermischt auch Filme mit Theater. Und er hat ja diesen Trick rausgehabt, dass er die Filme, also Katzelmacher ist ja wie ein Theaterstück, es war ja auch ein Theaterstück, ne? War das jetzt zuerst ein Film? Weiß gar nicht mehr. Es gab auch schon 1966 2 Kurzfilme, die er gemacht hat, ja. Bevor es überhaupt richtig losging, auch mit der Theaterarbeit. Ja. Also der Film war schon der Ausgangspunkt. Das war ein Film, er wollte immer Filme machen. Aber Theater, und er hat ja auch toll schreiben können fürs Theater. Ein sehr wirkungsvoller Trick war zum Beispiel, Theater so zu machen wie Film und Film so wie Theater. Und wir haben ja auch zum Beispiel, Petra von Kant war als Theaterstück geschrieben und wir hatten zuerst einen Film gemacht. Also alles hat in einem Zimmer gespielt. Das ist eigentlich eine Voraussetzung für ein Theaterstück. Er war eben der Mixer. Das war auch das, was dieses Hallo Wach gemacht hat. Deshalb, das war so, man konnte die Dinge nicht einfach so aufnehmen und ganz gut finden oder weniger gut, sondern das ist einem immer irgendwo ein bisschen quer gelegen, was er gemacht hat. So, wir könnten noch eine allerletzte Frage, wenn es noch eine gibt. Ja, ich möchte Ihnen einerseits für den sehr informativen und denkwürdigen Abend danken und andererseits fragen, wann Ihr Interesse an der kubanischen Kultur entstanden ist. Ich habe jetzt leider Ihren Film über Alicia Bustamante nie gesehen, obwohl ich im gleichen Jahr in Havanna Walz ihn präsentiert habe. Und in Ihrem Vorwort zum Buch ist ja auch ein Gedicht aus Kuba wiedergegeben. Also das würde mich interessieren, wann die Leidenschaft oder das Interesse an kubanischer Kultur entstanden ist. Ja, das war so. Ich war liiert
mit einem Mann, ungeheuer kreativen Mann, sowohl als Drehbuchschreiber als auch als auch, dass er Leiter einer Filmschule war, Jean-Claude Carrière. Der war an einem Tag verabredet in einem Pariser Café, dem Select. Hat er gesagt, ich bin heute mit Garcia Marquez verabredet, der hat auch eine Filmschule auf Kuba. Und komm doch mit. Dann bin ich mitgegangen, war natürlich schon neugierig auch auf den Garcia Marquez, habe mich aber nicht an selben Platz, nicht an dieselben Tisch hingesetzt, weil ich auch die 100 Jahre Einsamkeit noch nicht gelesen hatte. Und dann irgendwie... Es war mir fast zu viel jetzt diese, und ich habe mich da so an den Nebentisch gesetzt und der Garcia Marquez ging dann nachher, wie die sich also ausgetauscht hatten, ging der aus der Tür raus, hat sich umgedreht und hat gesagt, jetzt, wo ich sie hier sehe, ich habe was für sie. Wollen Sie nicht mitkommen? Und der hat da so eine Wohnung, so eine zweite oder dritte oder vierte Wohnung gehabt, auch in Paris. Und da bin ich mit dem Jean-Claude, sind wir natürlich gleich hin mitgegangen. Und da hatte er ein Drehbuch liegen, das hatte er schon weggelegt. Und das hat gespielt schon im lateinamerikanischen Raum. Das war eine deutsche Erzieherin, die angestellt war, um den Kindern Disziplin beizubringen. Und sie war tagsüber eine Fanatikerin der Disziplin und nachts war sie dem Rauschgott Tequila hingegeben. Und das waren so für Marquez die zwei Seiten der deutschen Mentalität. Da hat er schon was zu fassen gekriegt. Und ich war natürlich, da war ich dann gleich dabei. Und so sind wir uns dann auch näher gekommen mit dem Marquez und dann hat er 4 Wochen gedauert, dieser Dreh. Ich konnte noch kaum Spanisch, aber dafür hat es gereicht. Und dann hat er, weil wir uns auch entsprechend nahe gekommen sind, hat er eine Kurzgeschichte von sich umgeschrieben und zwar hat er mit Filmschülern geschrieben. In der San Antonio de los Baños. Das war damals noch eine Schule, die sozusagen für alle zugänglich war. Da musste man kein Bürgersohn sein, da brauchte man nichts zu bezahlen. Das waren noch die Hochzeiten der schönen kubanischen Revolution, bevor sie auf Grund gefahren ist. Und da hat er das dann umgeschrieben. Ursprünglich war es eine Kubanerin, die an einer Glocke, die Glocke eines hochbourgeoisen Haushalts läutet und sagt, wissen Sie, Sie sollten mich anstellen. Ja, was können Sie denn? Ja, ich kann für Sie träumen. Okay, da wird die sofort weggejagt. Aber die ist so eine Art, also das ist eine, ich will das jetzt nicht auserzählen, aber es ist eine fantastische Geschichte. Jedenfalls hat es umgeschrieben, eine Deutsche kommt nach Kuba noch vor der Revolution und das ist dann alles auf mich geschrieben gewesen und diese Drehzeit dauert 6 Monate. Weil es sind ein Sechsteiler. Da haben sie im deutschen Fernsehen eine ganze Stunde drüber diskutiert, ob sie das dem deutschen Publikum zumuten dürfen und sind zu dem Schluss gekommen, nein. Also sowas, so eine tolle Arbeit war das. Da habe ich richtig einen kleinen Hau gekriegt, wie ich mir gedacht habe, so eine schöne Arbeit und bei uns ist kein Boden dafür. Und so bin ich dann, da habe ich dann auch Alicia kennengelernt, die hatte die erste Szene mit mir und daraus ist dann eine Freundschaft entstanden, so wie man sagt, Amiga del Alma, obwohl wir so verschieden sind, ist das so ein Amalgam geworden. Ich habe mit ihr auch Kurzfilme gemacht, sie hat mich inszeniert und so weiter. Und so kam das mit dem Lateinamerikanischen und ich muss sagen, ich habe dann im Nachhinein festgestellt, dass die Kurzfilme, die ich gemacht habe,
Die hatten etwas zu tun mit dem Universum, auch von diesem, vom Marquez und der Art, wie der Ruy Guerra gefilmt hat. Aber im Nachhinein, das habe ich nachher gemerkt in den Filmen, da war irgendwie eine Verbindung. Ich habe mich auch sofort sehr zu Hause gefühlt. Ich war plötzlich, also mir kam es so vor, als hätte ich im Fremden mich selbst wiedergefunden. Und das hat sich auch, und ich habe auch sehr viel von der Allegria, dieser Lebensfreude, die da drüben so eine Gabe ist, die mitbekommen haben, obwohl die schwer auf die Prüfung gestellt wird immer. Aber das haben die einfach so, vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass die sehr gerne singen, aber dass leider diese Dinge verlieren sich jetzt. Jetzt kommt da drüben auch Techno und es kommt und dadurch hört das auf, dass in Lateinamerika so viele Menschen dadurch, dass sie so gerne gesungen haben, so tolle Texte auch konnten. Die konnten die Texte von Dichtern, von allem, weil wenn man die singen kann, dann bleiben die einem. Und ich habe mich oft gewundert, wie gut die auch schreiben können im Schnitt. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob sich das bewahren lässt. Ich hoffe, ich bin nicht schon so rot wie diese rote Ausstattung hier. Mir ist nämlich unheimlich heiß. Überhaupt nicht. Frau Schigula, ganz herzlichen Dank für die eindringliche Lesung, die spannenden Videoarbeiten und die offenen Fragen. Sie hatte heute ihre Gesprächspremiere. Vielen Dank. Haben Sie gut gemacht, fand ich. Dankeschön. Sie haben jetzt die Gelegenheit, gleich im Erdgeschoss Ihr Buchexemplar noch von Hanna Schigula signieren zu lassen. Und es gibt, wurde schon erwähnt, auch noch ein Glas Sekt zum Anstoßen. Auf Hanna Schigula natürlich.